Viereinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bietet Volkswagen hunderttausenden Kunden in Deutschland erstmals eine Entschädigung an. Der Autobauer will dafür insgesamt laut eigenen Angaben bis zu 830 Millionen Euro ausgeben. Vom Dieselskandal Betroffene, die sich zur Musterklage angemeldet haben, sollen ab Ende März ein, so wörtlich, auf sie zugeschnittenes Angebot für eine Einmalzahlung erhalten. Zuvor waren die Verhandlungen zwischen VW und der Verbraucherzentrale Bundesverband über einen Vergleich gescheitert. Dafür geben sich beide Seiten gegenseitig die Verantwortung. Ich freue mich über jeden Euro, den Volkswagen in Anerkenntnis seines Dieselbetruges an Verbraucher und Verbraucher auszahlt. Das ist nicht Bestandteil eines gemeinsamen Vergleiches an der Stelle. Wir können das nicht kontrollieren, wir können das nicht überprüfen. Für den VZBV gilt jetzt das rechtliche Verfahren. Der VZBV war stellvertretend für VW-Kunden vor Gericht gezogen. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig läuft noch. In Deutschland sind vom Dieselskandal mehr als 2 Millionen Kunden betroffen. VW hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit 11 Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Deutschland verweigerte der Autobauer bislang Schadensersatzzahlungen.